Oh, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diamantensucher. Oh, das war ja. Ich bin doch gerade immer überlegen, ob wir Diamanten nicht vielleicht auch schneller finden, wenn wir jetzt einfach irgendwo reingraben. Oh, hier schon Ende im Gelände. Kommen wir hier raus. Wie es aussieht, nicht sehr ungefährlich. Geht also mal lieber erstmal hier von wo wir kamen. Oh mein Gott, ein Monster! Nicht, dass du zerstört mit unserer Regenbogenrüstung. Wir müssen nächstes nur darauf aufpassen, dass wir uns nirgendwo reinfallen, wo wir nie wieder rauskommen. Ich meine, gut, wir haben zwar diesen Home-Befehl, aber. Ich glaube mal, so mit diesen Höhlentouren werden wir wahrscheinlich auch eher nicht so schnell an jemanden kommen. Das heißt, da bringt es wahrscheinlich wirklich eher mehr, möglichst schnell den zweiten Bohrer zu bauen. Und dann mit dem tatsächlich doch denn zwei Bohrer zu haben. Und dann auf der Suche nach Kupfer auch gleichzeitig dann eher auf Diamanten zu treffen, während wir nach Kupfer suchen. Was wollte ich jetzt gerade? Achso. Ach, der lädt nur, wenn wir dabei sind. Deprimierend. Dezent. Das heißt, wir müssen in der Nähe von dir bleiben. Na gut. Okay. So, wir haben 29. Wir brauchen, glaube ich, 28, ne? Oder brauchten wir noch sonst für irgendwas? Wow. Nee, sonst brauchten wir keine Diamanten, also wirklich nur für die Siegeblätter. Okay, das heißt, 28 reichen gerade so aus. Wow, da haben wir noch einen übrig. Naja. Gut, das heißt, wir machen tatsächlich doch noch mal ein paar von diesen Dingern hier. Edelstahlbarren haben wir. Okay, erstmal hier. Erstmal Inventar lernen. Erste Cobblestone hier. Raus damit. Haben wir noch? Gar nichts. Okay. So. Ja, wie gesagt, hier mit haben wir relativ viel. Also da brauchen wir erstmal nichts. Also das. Und selbst Kupfer haben wir eigentlich relativ viel. Also ich sag mal so, für die Trafos sollte das Ganze eigentlich sogar reichen können. Egal, ich probiere es trotzdem erstmal. Noch ein Bohrer, weil die einfach geil ist. Aber zwei Bohrer sollten noch definitiv reichen. Aber wir sagen, wir müssen hier eben erstmal aufladen. Ich meine, gut, was das angeht, können wir bis zu vier Bohrer bauen, weil wir haben unten vier Batterien. Ich weiß nicht, ob die an den LV-Batterien genauso schnell laden wie an den MV oder ob sie dann wesentlich langsamer laden. Weiß ich halt nicht. Aber ich sag mal so, zwei Bohrer reichen erstmal aus. Dann müssen wir erstmal Diamanten wieder suchen. Weil die ist halt echt heftig, wie viel Diamanten das braucht. Ich bin zumindest froh, dass die Bohrer scheinbar nicht abgenutzt werden. Das heißt, wir halten wirklich für die Ewigkeit. Wir müssen halt nur immer wieder laden. Von daher, dafür die Diamanten zu verbrauchen, ist zumindest eine gute Anlage. Ja?
Das geht. So, Edelstahlbarren. Wie waren die? Das war doch das, wo ich dich da mischen musste, ne? Wie waren das? Hier von 7 und davon 28. Kohlenstoffbarren. Ja, okay. Davon brauche ich also auf jeden Fall noch ein paar. Und Chrombarren haben wir aber genug. So, Kohlenstoffbarren macht man. Kohlenstoffstaub haben wir wahrscheinlich keinen. Schmiedeeisenbarren. Dann würde ich mal sagen, Kohlestaub haben wir noch eine Menge. Schmiedeeisen können wir uns machen, indem ich die hier mal ganz schnell. Nee, Zentrifuge, das da. So, haben wir das schon mal. Du bist jetzt mittlerweile fertig, sehr gut. Das kommt erstmal alles hier rein. So, jetzt mal überlegen. Wir haben Alloying. Nee, das ist Zentrifuge. Legierofen. Das heißt, das und das. Und dann. Das halt. Das und das. So, das muss ich jetzt aber dann selber erstmal einschmelzen, ne? Das ist ja eher erstmal nur Staub. So, da brauche ich aber auch plus 20. Egal, ich mache gleich ein paar mehr, dann aber brauchen wir später für andere Sachen. Von daher. Ja, nice. Okay. Oh, die ist ja mal interessant. So, komm, noch ein Stück. Noch 6 Stück. Und die 6 heißt 6. Denn sie hat andauernd 6. Und sie, okay. So, Ofen. Darin. Dann haben wir. Nee, das passt. Wie viel haben wir? Dann haben wir 22. Das reicht gar nicht aus. Was mache ich hier gerade? Hä? Oh, Alter. Nee, genau, wir brauchen 28. Wir brauchen also noch eine Menge. Oh, wir haben sogar zu viel. Hä? 22? Ach klar, ja, 22, ja, wir haben 32. Nicht 22. Aber das ist sogar schon wieder zu viel. Egal. Wie gesagt, brauchen wir noch später für andere Sachen. Von daher. So, jetzt müssen wir die beide legieren. Okay, reicht aus, danke. Die schmeißen wir schon mal in den Ofen. Zinnbarren, genau. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Fertig. So, und wir brauchen jetzt den Legierofen und müssen daraus und daraus. Bin ein bisschen zu weit geschoben. So. Okay. Ist ja schon fertig. Sehr geil. Dann haben wir ein bisschen Schmiedeeisen, ein bisschen Zinnbarren. Ganz ehrlich, Schmiedeeisen kann ich direkt mal noch ein paar machen. Denn da. Achso, ich habe hier noch mehr. Ich habe hier noch Zeug drin. Gut, dann egal. Tropfen rein mit dir. Ofen. Rein mit dir. So, da wird die Anlage immer gerade ein bisschen gefordert, ne? Die mahnt 1800. Oh, geht ja langsam. Dann lohnt sich ja endlich mal unsere Batterien, ne? Ist schon wieder Nacht, ne? Nö. Und warum haben wir denn keinen Saft? Supply 0?
Wer weiß das schon. So, okay. Jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt... Wo ist die Legierofen? Hier ist der Legierofen. 35, das passt. So, und daraus können wir jetzt hier von 7 Stück machen. Perfekt. So, dann haben wir schon mal das. Dann kommen jetzt die Energiekristalle. Da können wir nämlich genau diese drei Dinger hier verwenden. Das ist sehr praktisch. So, was sagt die Schleifmaschine? Die Schleifmaschine sagt, sie braucht noch. Okay. Ganz ehrlich, ich glaube, das reicht sogar erstmal. Weil wir in unserer Kiste oben haben wir gar nicht so viel Platz dafür. Deswegen packen wir die erstmal zurück. Und dann sollten wir erstmal genug Schmiedeeisen und Schmiede, also die Barren und den Staub erstmal genug haben. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir den Staub so überhaupt gebrauchen oder ob wir daraus nicht doch direkt mal hier so Kohlebarren machen können. Ich glaube, das macht fast sogar Sinn. Dann mache ich da nochmal direkt das und das rein. Und machen wir daraus lieber noch ein paar von diesen Kohlenstoffbarren. Weil eben von denen brauchen wir ja auch immer mal ein paar. So, Energie. Da braucht man wieder ganz viele Batterien. Das heißt, für Batterien brauchten wir 48 Kupfer. Und 24 Zinn. Dass die ja alle das gleiche Design haben. Na gut. So, du bist Kupferbarren. Kommst mal nach da unten. Du kannst hier actually eigentlich nach da. Warum ist hier eigentlich Kohle drin? Macht gar keinen Sinn. So, du kannst zurück. Dich brauchen wir, dich brauchen wir. Und wir brauchen wieder ganz viel Holz. Mal wieder. Draußen ist kalt. So, Holz haben wir. 80. Reicht nicht. Leck mich. So, wir brauchen, wir haben, keine Ahnung. 144, ne? So, jetzt haben wir 132. Ich mache ein bisschen so, dann haben wir hier schon mal 100. Und dann haben wir hier genau jetzt 40 und 44. Das heißt, wir haben jetzt genau 144. Das passt doch. So, so, so. Alles. Ja. Perfekt. So. Alles. So. Energie. Brauchen wir wieder drei von den roten. Das heißt, wir brauchen wieder Silberbarren. Jetzt mal gucken, was hier weiter unten gerade abgeht. Ich mache halt schon wieder so viele Sachen parallel hier. Genau, der ist immer noch am Ligieren. Das sieht actually gut aus. So, wir brauchen Silberbarren. Und zwar brauchen wir davon 6 Stück. Genau. Brauchen wir hiervon 1. Silberbarren, Silberbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück davon. 4 Goldbarren. Und zweimal Material. Schleifmaschine ist fertig. So, ja, langsam gehen nämlich die Batterien zu Neige. Das ist halt das Krasse an der Nacht, dass wir jetzt wirklich auch mal unsere Batterien fordern. So, nee, die müssen wir jetzt erstmal einschmelzen. Rinne mit dir. So, der Legierungsofen ist immer noch am Legieren. Da können wir den ersten Stack actually auch schon mal reinschmeißen. So.
Mal gucken, ob die Dinger die erste Nacht überleben, ne? Wo sie aber wirklich gefordert werden. So, jetzt müssen wir eigentlich hier für alles haben. Ah ne, Farbstoff fehlt noch. Da gilt wieder, wir brauchen 4-mal rot, 6-mal rot, 4-mal grün und 2-mal blau. Alles. Was? Warum geht das nicht? Batterien? Ah ne, die Batterien haben wir alle bei uns da. So. Passt ja gerade so. Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. So, nächste im Bunde bist du. Brauchen natürlich auch wieder Batterien. Dankeschön. 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 So, und jetzt die letzten 4 Batterien. Ah, dann haben wir den direkt raus, ne? Dafür, dass wir das nie wieder brauchen, hoffentlich. So, jetzt haben wir schon mal die Energiekristalle. Wir haben die Sägeblätter. Wir haben Kohlenstoffbarren. Jetzt brauchen wir. Was brauchten wir noch? Wir brauchten einen Motor, den haben wir bereits. Ansonsten brauchen wir bloß die Edelstahlbarren. Und das war's. Ein Motor, einmal Kupfer und ansonsten Edelstahlbarren. So, schwupp. Haben wir noch einen Kupferbarren? Ja. Warum haben wir hier Kupfer? Weißt du was? Schmeißen wir auch mal direkt in die Zentrifuge. Schleifmaschine mach ich doch. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ist alles leer? Das ist leer. Da, na gut, einmal ist es noch übrig. Ist natürlich sehr tragisch. Ganz ehrlich. Draufgeschissen. So, Kohlenstoffstaub, den können wir auch noch hier einmal einschmelzen. Dann haben wir jetzt ganz viel Kohlenstoffbarren. Ich hoffe, das reicht für die Zukunft. So, und aus diesen Kohlenstoffbarren können wir jetzt Edelstahl machen, richtig? Kohlenstoffbarren und Chrombarren. Ach, Chrom müssen wir noch. Ich glaube, Chrom haben wir nicht mehr so viele Barren. Die müssen wir auch erstmal einschmelzen, ne? Ja, geht langsam zur Neige. Dann mache ich da also schon mal tatsächlich den nächsten. Andererseits, komm, hier reichen echt. Das sind jetzt schon wieder 80 neue Barren. Das sollte reichen. Kupferstaub. Und das da rein. So, der Kupferstaub kommt jetzt da rein. Der ist leer. Der ist leer. Die anderen haben wir gar nicht genutzt. Sehr gut. Und die Batterien sind immer noch mehr als halb voll. Das ist schon echt krass. Ja, das ist schon cool. Deswegen diese ganzen Upgrades hier mit den ganzen Batteriendinger, das hat sich halt echt gelohnt, ne? Da können wir ordentlich Strom sparen und damit mit den 4 Batterien eine komplette Nacht überleben. Das ist schon geil. Ja, ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir ein paar Chrombarren. Wir brauchen bloß 7 Stück davon. Achso, die müssen wir auch hier rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann so. Und daraus müssen wir jetzt Edelstahl bekommen, richtig? Genau, da brauchen wir nämlich dann wieder 34. Bekommen leider 35, aber egal. Wobei, nee, was laber ich? Mal kurz. Wir haben ja schon die Sägeblätter. Egal, wir machen trotzdem erstmal hier. Kann nicht schaden. Haben wir es schon mal auf Vorrat. Aber eben, sie brauchen ja bloß noch hier 6 Stück. Cool, das heißt, wir haben alles. Fertigungsraster geht nicht. Warum nicht? Wir haben noch alles. Edelstahlbarren.
Edelstahlwaren, ist doch richtig. Ah ne, wir müssen beim Rot beginnen. Genau. Habe ich nicht gerade den genommen? Ach, hier oben fehlt noch. Stimmt, Zinnbarren brauchen wir auch noch. Für den ersten Schritt brauchen wir noch zwei Zinnbarren. Völlig vergessen. So, bam. Ab jetzt geht's. Bam. Bam. Perfekt. Oh mein Gott. Und ab. Rinne mit dir. Aufladen direkt. Sehr geil. Jetzt haben wir zwei Bohrer. So. Jetzt muss man ganz kurz überlegen. Alles andere ist soweit aus. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwo Sachen drin sind. Das hier zum Beispiel. Die können wir direkt einschmelzen. Der ist fertig. Hier ist gar nichts. Die sind fertig. Ja, cool. Müssen wir nur noch die einschmelzen. Das geht ratzfatz. Zur Not beschleunigen wir den Prozess noch ein bisschen, indem wir hier noch was reinmachen. Und die Batterien gerade mal zur Hälfte geleert. Gut, okay, mittlerweile etwas mehr als die Hälfte, also eher so zum offen etwas mehr als ein Drittel runter. Aber es ist halt krass. Es ist krass. Na, gleich haben wir ein Drittel erreicht. Und beide Öfen sind fertig. Ist schon. Also, wir haben mit den Batterien echt genug Reserve. Da kannst du nichts anderes sagen. Das ist schon krass. So, alles leer. Jetzt muss nur noch der Bohrer hier fertig werden und dann sind wir fertig. Was den Bohrer angeht. Cool. So, das heißt, ihr kommt jetzt da oben rein. Du kommst mit nach da, du bist Chrom. So, immer lass da mal. So, du kannst auch. Ach, hier unten. Okay, dann können wir die Kohle erstmal wieder nach unten in die Kiste packen. So, das hier nehmen wir mit für die Fackeln. Kohlestaub können wir auch unten reinpacken und dann sieht es doch gut aus soweit. Schon wieder 40 Dollar verdient. Nice. So. Okay, das Ding braucht echt mehr Strom als unsere gesamte Anlage. Ja, es ist halt schon krass. Dafür geht er echt relativ schnell wieder leer, ne? Also die verbrauchen halt wirklich so krass viel Strom. Aber gut, ich meine, dafür können die direkt 9 Blocks mit einem Klick instant abbauen. Ist schon echt geil. Aber wir sehen, Batterien sind gleich leer gelutscht. Das heißt, wir können jetzt schon mal hier. Wobei, guck mal, die haben gerade bei 40 KU. Das ist halt nix. Wie spät ist es? Ah, 05. Und wird als vorläufig letzte Folge von ganz mein Test sein. Ist natürlich sehr schade. Oh, sieht man schon, der braucht für jeden Schritt 500 EU. Und leer. Dann müssten die anderen drei jetzt auch gleich leer sein. Die ziehen ja immer ein bisschen nach, weil die ja halt nachsynchronisieren. Jetzt werden die Schritte immer kleiner. Eins, null und alles leer. Und das hier ist das Gleiche, ne? Let's go.
Der hat jetzt gerade einmal geladen und jetzt macht er nichts mehr. Ach, schau mal. Weil die jetzt tatsächlich mehr genug Energie liefern. Stimmt, die liefern 720 EU und der Drill braucht ja zum Laden nur 500 EU. Das heißt, stimmt, der kann schneller nachladen. Also schneller von. Also ich brauche die Akkus hier quasi gar nicht. Cool. Und die Dinger funktionieren natürlich auch Tag und Nacht, ne? Das heißt, dann sollte ich die Drills vielleicht doch lieber auf der Seite hier laden. Das macht dann doch eher mehr Sinn. Wow. Ja, wenn jetzt die Dinge funktionieren würde und andersrum angeschlossen wäre, könnte ich jetzt mit der Seite die Seite wieder aufladen, aber die Power Switches funktionieren ja nicht. Sehr, sehr sad. Na gut. Okay. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob er jetzt langsam mal lädt oder ob er bei den LV-Batterien tatsächlich gleich schnell lädt wie bei den MV-Batterien. Ne, weil eigentlich rein logisch müsste er eigentlich bei einer höheren Ladespannung schneller laden, ne? Ich meine, klar, also der Ladestrom ist ja das, was die Geschwindigkeit regelt. Aber je höher die Ladespannung gezogen wird, desto normalerweise höher ist der daraus resultierende Ladestrom. Aber ich glaube mal, ja, solche Sachen sind denen hier egal. Was wollten wir jetzt machen, abgesehen von den Solarzellen? Eigentlich gar nichts, ne? Das heißt, wir können jetzt direkt mit den Solarzellen anfangen. Okay. Da brauchen wir erstmal ganz viele Trafos. Und zwar brauchen wir. Wir wollen MV machen. Das heißt, wir brauchen 22 MVs und dafür 66 von den Dingern. Alter, das wird alles so teuer. Und für diese 66 bräuchten wir, ich kann nicht mehr rechnen, 180? 198 von diesen Solarmodulen. Okay, das wird heftig. Das wird heftig. Boah, ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich echt. Alter Schwede, das wird. Boah, ja. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Oh mein Gott, wir wollen alle sterben. Was haben wir denn noch so? Wir haben hiervon haben wir zum Glück noch eine ganze Menge. Wie gesagt, von diesem ganzen Gummizeug haben wir sowieso massenhaft. Wir haben massenhaft Latex und wir haben auch noch massenhaft von diesen Baumstämmen. Also wir können auch massenhaft Latex herstellen. Das ist halt also überhaupt kein Problem. Was denn eher ein Problem wird, ist das ganze Kupfer, was wir brauchen werden. Wir brauchen hiervon 200. Ha? Das heißt, wir brauchen 200 LV-Kabel. Und wir brauchen 600 davon. Das heißt, 600 Goldstaub. Allein das kriegen wir nicht hin. Wow, das reicht gerade so. Die drei Stacks würden wir aufbrauchen. Komplett. Fuck my life. Ich glaube, wir machen erstmal nur 9 Solarzellen. Also 3 mal 3. Wir brauchen also dennoch 6. Etwa zumindest schon mal den dreifachen Strom. Verfügbarkeit von jetzt müssten aber nur 6 statt 22 Dinger bauen.
Andererseits, fuck off, komm ganz ehrlich hier. Problem ist halt, die Produktion wird halt ewig dauern. Wir bauen erstmal so ein paar und dann bauen wir nochmal ein paar, so dass wir mehr Überblick haben, wie wahnsinnig unsere Idee ist. Also von daher, ja. Werden wir das wahrscheinlich stückchenweise machen. Immer mal so ein paar Solarzellen. Und dann gucken wir mal weiter. Bis dann.